von Erik mit. Ah, jetzt gute Möglichkeit und da ist der erste Treffer für die Eisbären. Nino Kinder, der ja wieder nach Berlin zurückgekehrt ist. Hier mit dem ersten Tor der Dynamos aus Berlin. 1:0 also in Überzahl in der 12. Spielminute. Streu im zweiten Versuch. Lukas Reichel. Und da ist die Scheibe im Netz. Und es war, glaube ich, Sebastian Streu, nachdem Lukas Reichel sich die Scheibe an der Bande hinter dem Tor der Füchse geholt hat. Nick Walters kam ein bisschen zu spät. Und Sebastian Streu macht hier keine Gefangenen. In dem Falle Zengerle, der die Scheibe holt. Schuss von der blauen Linie, abgefälscht noch. Denke ich mal, es war die Nummer 17 von der blauen Linie. Stefan Espeland. Und wenn ich richtig gesehen habe, war niemand mehr dran. Obwohl Leo Föderl dann noch seinen Schläger dazwischen hat. Versucht hier den Pass in die Mitte zu spielen. Bleibt hängen. Und jetzt die Füchse im Gegenzug über Thomas Reichel. Schöne Aktion und da ist der Tor. Da ist der Puck im Tor. Thomas Reichel, der Berliner in Diensten der Füchse, macht hier den ersten Treffer für die Lausitzer Füchse nach 46 Spielminuten. Schöne Aktion, schöne Einzelaktion des jungen Stürmers. 1:3 also. Erstmal ins Angriffsdrittel und jetzt Formation gefunden, Frank Hörtler an der blauen Linie. Ah, da kann Meckerud nicht festhalten bei diesem Schuss. Der Schuss kam wohl von Ryan McKiernan, unserem Sport, den wir halt alle so lieben, auch genug Freundin. Jetzt aber nochmal die Möglichkeit hier für die Eisbären. Parker Tuomi mit dem letzten Schuss dieses Spiels. 4:1 gewinnen also die Eisbären in der Wie-Eis-Arena Weißwasser und Applaus von den Zuschauern.